Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Rust. Eine weitere Folge in einer neuen Aufnahmesession mit leider wieder einem Server-Vibe dazwischen, aber das seid ihr ja gewohnt. Links von mir mit der Fackel, die Fackel, Free-Wodan alias Bandit Bob. Hallöchen. Rechts von mir The Real-Wodan. Hi. Und vor mir Jack the Fleischhammer-Wodan. Hallo, Minjas the Wodan, Wodan, Ninski. Ja, wir sind heute alle Wodan, denn Wodan braucht viel Beistand von uns. Das tut aber nicht zur Sache, denn wir sind in Rust und da braucht niemand Beistand. Genau. Um -4. Wollte ich kein Beistand. Kalt. Da unten kommt jemand uns entgegen. Achtung, meine Damen und Herren. Geht okay, direkt was? Los. Da ist. Der kommt uns entgegen. Da hinten ist er. Der hat eine Waffe, oder? Hey, dude, we are friendly. Nicht. Alright, I hope so. Cause you got no weapon, that's why you hope. What? nothing, nothing. Jetzt redet mal mit ihm, Mann. Okay. Nee, ich rede nicht. Ihn. Ich laufe nicht. Ich laufe. Ich bin schon hinter ihm. Oh, das ist kalt. Oh, yeah, das ist we're kalt. Just hanging around, searching for some stuff, and thanks to kill. Was hat denn der in der Hand? Komm mal ab, machen wir nicht fertig. Alright, sounds sweet. Sounds sweet. Just so you guys are excited to come by, cause why not? See you guys. See you later. Lass uns abhauen jetzt hier. Ja, welche Peace Richtung? Out. Auf jeden Fall nicht in Schnee. Also okay, wird schon wieder dann, dunkel. Dann hier runter? Oh nein. Oh, es wird kalt, kalt. Jungs, wo seid ihr? Wir müssen zusammenbleiben. Warte, ich mach die Fackel an. Ja, mach mal die Fackel an, ist doch egal. Hier! Ich bin hier unten, was? Mach die da oben! Ich komme. oh mein Gott! Das ist meine Unterhaltung hier, ey. Ja, wir sind auf jeden Fall Profis in Rust. Ich hab, wollen wir uns hier vielleicht provisorisch ein 4x4 hinstellen? Irgendwie noch haben wir nicht von Römern gelernt, dass wir nicht in der Senke bauen sollten? Naja. Gut. Ich habe von den Römern relativ wenig gelernt, es tut mir leid. Okay, wir müssen uns so sagen. Also, wir haben eine Hütte, die ist ein bisschen entfernt von uns. Ich glaube, hier gegenüber vom See. Nein, entfernt ist sie gar nicht. Guck mal, die ist doch gegenüber. Also, wir sehen sie doch von hier. Oder? Ist das ein. Nein. Du willst noch eine zweite Hütte bauen. Ja, naja, ich meine, willst du jetzt in der Nacht irgendwie. Es ist halt auch sehr dunkel halt, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall eine 4x4 Hütte. Wir können ja auch neu bauen. Ich kann auch einfach ein bisschen Unfug machen und hier ein bisschen die Fackel anhalten. Oh, und meinst du. Wir stellen eine Falle. Wir lassen Wodan rumrennen. Ja, so mit der Fackel in der Hand. Gut, gut, gut. Wodan, das ist eine gute Idee. Oh, sorry, meinst du die Idee, du Alter? Lass mal genau. Kumpel. Oh, Jungs. Okay, so brennt, da hinten brennt Licht übrigens im Haus, ne? Ist hier, warte mal, hier so, so und dann so. Hallo? Habt ihr mich gehört? Ja, ich da hab hinten gehört. Großes ja. Haus, da Licht, Licht ja, aus dem Licht, Fenster. Licht, ich sehe ihn. Ach, ich warte auf das, Schützengewehr. Das ist eine Falle. Okay, dann lass uns mal ein bisschen entfernen gehen. Abstand halt. Ja, stimmt. Warten, bis jemand stimmt. Kommt. Total unauffällig, wenn jetzt vier Leute von dem Feuer weglaufen. Ja. Warte, ich ja, wir ich müssen den übernächsten nehmen. Ja, genau. Oder brät was. Geil. Wo seid ihr denn? Hallo? Warte, ich mach mal Lichtsignal. Hier bin ich. Wo? Ja, ah, ja. Okay, dann komme ich zu dir. Okay, was? Kann man sagen. Okay, ich bin hier. Ja. Jeder sucht seinen eigenen Busch. Ja. Ich will auch mit Minjas kuscheln. Bist du? Komm her. Ich mach das Licht an, warte. Hast du gesehen? Nein, ich seh's nicht. Ich hab da übrigens wirklich Fleisch drin gelegt, ja, wo dann? Ja, ich esse es ja auch Check. Wirklich. Ja, dann. Ach, ist gut. Wie jetzt, Minjas, wo? Hier. Wo? Da? Ah, da. Genau. Uns glaubt das, niemand das, irgendwas. Wir sind der Typ, der ohne Waffe packt seine. Besten Fallsteller. Oh, jetzt zeigt meine Deckung weggeschlagen. Gut, ich hol mir eine andere. Hier. Ich geh auf die rechte Seite, Minjas. Ich geh auf die rechte Seite. Ich hab meinen Platz verändert. Ich bin jetzt hier. Oh Gott. So Hilfe, ich werd umsingelt. Hilfe. Oh Gott. Okay, der Baum ist gleich an. Ja? Check, ja? Check, da brät jemand Feuer, ich gehe ran. Ah, okay, da hinten ist gleich. Ich glaube, wir werden beobachtet. Echt? Ich glaube auch. Nee. Ich habe ziemlich das Gefühl, dass wir von irgendwo beobachtet werden. Und die Hütte, wo die Wolf. Quatsch, Wolf. Wolf. Stimmt, warum leuchtet da kein Feuer mehr in der Hütte? Ja.
Geht einer von euch dahin? Ja, bitte da. Okay. Geil, wie die Treppen aussehen jetzt, ey. Ist ja der Wahnsinn. Ja, die haben jetzt endlich wieder die klassischen Treppen eingebaut in Rust. Habt ihr vielleicht die Aufnahme nicht gesehen? Also da gab es die, glaube ich, noch nicht in Rust. Was gibt's noch Neues? Schilder gibt's ein neues und die Leute sind total kreativ, was sie alles Hübsches machen können. Ja, auf so Schildern basteln. Oh mein Gott. Ist total super, weil man kann frei malen. Der Horror jedes Surferbetreibers. Und da gibt's auch so richtig intelligente Sachen. Hast du einen Pfeil und Bogen in der Hand? Ja. Schießt du damit gerade? Ja. Triffst du mich? Kann ich eine Frage stellen? Ja. Seid ihr alle beim Haus hinten? Nee. Nee. Also doch, also ja, ich ja. Beim Minias, bist du da nicht alleine? Komm zurück. Nein, ich bin hier nicht alleine. Wer ist denn gerade bei mir vorbeilaufen? Das war ich. Achso. Oh, das Wasser aber doch kalt. Echt? Nee, aber das ist wahrscheinlich in der Region. Wer ist denn am Feuer? Da ist noch Wodan, wa? Ja. Bei dir ist jemand gelaufen, Bob? Ja. Wo denn? Alter, wie jetzt? Oh, Mann, total unauffällig vorbei. Okay. Wie der russische Olympia-Fackel läuft. Nee, Jack, hast du mich gerade gesehen? Nee, krass, oder? Du bist einen Meter an mir vorbeigelaufen. Ach, genau da. Oh, krass. Gell? Ja? Gell? Da hinten oben lief einer durch. Lass mal schauen. Komm mit. Wie viel Holz habe ich eigentlich? Ich bin hinter euch. Machen wir nochmal zwei Pfeile hier? Könnt ihr euch vielleicht jetzt mittlerweile schon Ist kalt. Cold. Einen Bogen machen? Cold. Oh, ihr werdet da frieren noch die Sackhaare zusammen. Ah, jetzt ist gut. Haben sich wieder entkrault. Bob, kannst du dir unter einen Bogen machen? Nee, einen Bogen? Warte, ich kann schauen, ob ich einen Bogen habe. Ich habe keinen Stoff dabei, ich habe ein bisschen Stein dabei. Bräuchtest du. Nee, habe ich nicht, Scheibe. Ich habe 29 Stoff. Können wir da irgendwas zusammenlegen? 45 Stoff. Ich hab 12. Ich drop mal die 5. Wie viel brauchst du? Wieso startet eigentlich, wenn wir eine Aufnahme starten, wieso startet das immer in der Nacht? Ich gehe zu Wodan. Ich verstehe euch nicht. Hallo? Jack? Wie viel brauchst du? Jack? Ja? Wie viel brauchst du denn? Wie viel Stoff? Nee, also kannst du doch selber machen. Also, insgesamt brauchst du 50. Ich bräuchte jetzt noch 21. Also ich brauch 5. Du brauchst 5, siehst du. Guck mal, dann kriegst du von mir jetzt 5 Stoff. Ich gehe zu Wodan, dann wissen die wenigstens, dass wir zu zweit sind. Geiler Stoff. So, hier sind 6. Hast du den geworfen? Ja, ich hab natürlich gesehen, wo du den Stoff hingelegt hast. Achso. Oh, Minas. Ja, bitte? Das ist für Bob. Wie? Pack es wieder aus. Der Witz ist, ich bin jetzt oben bei Bob und... Pack es. Ach, du bist bei Bob und du bist Jack? Oh mein Gott. Oh Gott, ich denkst du, was macht ein Jack jetzt? Er hat gar nichts geworfen und hä, was? Ja, vor allem, ich dachte, hier unten steht Wodan. Mann, sind wir Profis. Gott, hoffentlich, na gut, es sieht ja keiner aus, wie wir hier so reiben. Nee, eben, ist ja nicht dunkel. Amateure, ja. So. Amateure, so. Guck mal, jetzt hier, mach voll da die Hütte. Na, noch mehr hier. Hast du, wie viel Holz hast du? Genügend. Ich habe 85, richtig. Ich werde es im Holz schlagen. Ich habe 1000. Egal, ob hier einer kommt. 1300. Ist mir jetzt wurscht, ich schlage jetzt einen Baum. Ja, ist mir wurscht. Das ist auch, hier ist noch eine riesen Basis, oder ist es die, wo er... Nicht, doch, hier sind zwei nebeneinander. Ja. Na super. Vor allen Dingen sind alle Steinbasen, also muss ja hier irgendwo Stein rumliegen. Sollen wir den mal fragen? Nein, ist verarbeitet worden. Ach so, und dann gibt's nichts mehr, nicht? Ich glaube, die klopfen dich gleich, ja. Hör mal. Okay. Scheint niemand zu Hause zu sein. Ich mache mir jetzt erstmal ein Papier. Oh. Was? Oh? Ah, die Bach. Die Basis wurde geradet. Und zwar. Ja. Bob. Und zwar auch. Ja, dann lass uns doch da einziehen, oder? Ja, lass uns mal hier rein. Ich zeige euch mal den Weg hier rein. Ne? Doch, hab ich. Verdammt. Wollt mich anpirschen. Jungs, kommt doch mal hier zu dieser großen Basis. Ja. Aber da hatte ich vorher nicht gebrannt. Das heißt, nee, da war ich nicht. Ich bin hier vorne. Du meinst, dieses große mit dem Strohdach ist geradet worden? Ja. Du meinst das mit dem Totenkopf drauf? Okay, wo geht's hier rein? Egal. Hier hinten. Aber lass mal die anderen Medien jetzt. Hier hinten. Beste Angabe. Okay, beste warte. Angabe. Soll ich Lichtsignale geben? Hier. Hier ist eine Tür. Open door. Ich kann aufmachen. Nein, ich kann nicht aufmachen. Nee, Bob, du bist an der falschen Basis. Kann es sein? Scheiße. Ich rede von einem richtig großen Ding. Ja, das ist ziemlich groß. Das ist Wodan. Hallo, Wodan. Sind die? Wollt ihr mich verarschen, Mann? Sag mal. Wer bist du? Die Tür ist ja offen hier.
Ah, it's beautiful. Okay. Rated steht hier auch. Ja, deswegen ist das witzig. Von hier unten. Sorry. Hier ist eine Tür, die wir zumachen könnten. Wer ist das, Bob? Hallo? Bob, wer ist das? Wo, wer? Der drunten, der draußen ist übrigens einer, der heißt Beautiful. Oder wie auch immer. Stein? Hast du einen Stein in der Hand? Nein. Okay, den kenne ich nicht. Jack, ich bin hinter dir, nicht? Ja. Wo ist er hin? Ich sehe nicht mehr. Gott, die Nacht ist so... Boah. Da läuft er. Am Fluss runter. Ja, okay. Irgendwo musst du doch irgendeinen Scheiß hier noch rumgehen, oder? Ich überhaupt nicht sehe. Wie macht man eine Laterne an Rust? Doch wohl nicht mit Holz, oder? Doch. Mit... Wo ist denn der? Ich weiß nicht. Hast du gerade wieder... Nein, hast du nicht. Nee. Wir könnten doch hier die eine Seite können wir doch absichern. Ja, genau. Ich hab schon mal einen Ofen angemacht. Na gut, wir können... Wer war das denn jetzt? Was? Achso, du. War ich. Hier war doch gerade noch jemand. Das ist echt lustig. Ja, aber eine von diesen Häusern kann man doch absichern. Oder treffen die sich oben gemeinsam irgendwie wieder? Kann ich dir nicht sagen. Nee, hier oben steht nur eine große Kiste. Ah, hier oben sind wieder Türen drin. Oh okay, Wodan und ich fragen uns jetzt wirklich, wo ihr seid. Nee, die sind hier oben. Sind sie da drin, ja? Wo der Ofen brennt. Ach, da hinten in der, okay. Ich pack da auch mal meinen Kram rein. Ach so, was brennst du denn da ein? Ich hab Sulfur, und was hast du hier? Eisen und Sulfur. Sorry. Okay, ja, alles klar, ist stacked. Gut, Brennmaterial liegt auch genügend drin. Das ist doch wunderbar. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie die Hütte hier absichern. Ne, das wird relativ schwierig. Ich zähl mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hab mich jetzt schon zweimal verlaufen, ey. Fünf? Wo? Hey, komm mal noch rein. Sorry steht hier. Sorry. Aber guck mal, wenn wir jetzt hier so eine Hütte absichern und die nach oben auch noch absichern, hier ist ja in der Decke ist ein Loch. So wunderbar, oder? Also ist cool gebaut, muss ich sagen. Finde ich echt cool. Ja, vor allem total identisch. Also ich meine... Warum kann ich das nicht... Übermalen? Ja. Building blocked. Hier steht irgendwo noch eine... ich glaube, es sind zwei unterwegs hier. Also hier ist ja gut abgesichert. Die Tür ist ja noch 100% stabil, ne? Ach so, nee, ist von der anderen Seite wieder offen. Das ist ein Sleeping Bag. Habt ihr schon eine gefunden? Ja. Links? Wo? Das ist ja so in vier Teile aufgeteilt. Und in zweien gibt's dieses Cupboard. Und weiter hoch, oder was? Ja. Hier oben. Ah, hier, ja, wunderbar. Da stehen also zwei Cupboards rum. Ah, jetzt Building Privilege, alles klar. Haben wir die Laterne angelichtet. Ah, das ist cool mit diesem Erker, ist echt super gebaut. Too cold. Hier ist auch eine große Kiste und hier ist ein Dings. Dann lass uns doch das hier übernehmen, oder? Achso, hier oben ist wieder offen. Dann müssen wir das hier oben zubauen. Einfach den Aufgang hier zubauen. Hier war auch mal eine Tür, oder? Am Boden? Da sind Reste von der Tür, oder sehe ich das falsch? Ich glaube, das wird nur reingebackt sein oder so. Oder. Dieser Schlafsack gehört Johnson. Nein, Johnson. Mach den kaputt. Schade, dass man Schlafsäcke nicht übernehmen kann. Ja. So, was können wir jetzt hier machen? Also wirklich geil gebaut. Also hier an der Bauer dieses prachtvollen, ne? Jackie. Ja. Lass uns hier den Aufgang zumachen, oder? Der hier hochgeht. Ja, wir können aber jetzt zum Beispiel noch keinen Lock oder so. Also das ist eh alles nur halb sicher. Können wir aber machen. Aber das hier einfach zumachen und zwar hier einfach eine Bodenplatte rein, hätte ich gesagt, wo die Treppe ist. Fertig. Hier steht Woody drauf. Was? Woody? Woody. Ein riesen Woody Harrison. Oh, da ist irgendwas eingefallen. Ja, links hinter dir. Was ist denn das hier? Sieht so stabil aus, ich weiß es nicht, ich habe Angst. Okay, gehen wir jetzt hier unten runter alle und... Hallo Mädels, ich baue hier eine Decke jetzt ein. Hallo? Ja, mach. Hallo. Weil irgendwas wird doch hier zerstört die ganze Zeit. Achso, du machst die Schlafsäcke kaputt. Ja. Ja, aber wir müssen doch hier runter. Wenn ich doch hier zumache, geht doch mit rein, oder nicht? Sehe ich das falsch? Na toll. Ich verstehe jetzt nicht, wo... Ich verstehe nicht. Oder wollen wir einen Erker dazu nehmen? Das ist nur unsicher. Ich mache hier zu. Ich mache jetzt hier eine Bodenplatte rein. Aber dann müssen wir alle runtergehen. Sonst kommen wir doch nicht da wieder hoch. Ah. Also wir müssen dann wieder alle runterspringen. Na gut, ich mache jetzt eine Bodenplatte rein. Leck mich am Arsch.
Ich hab keine Ahnung, von was du redest, man, die ganze Zeit schon nicht. Ich bin ausgestiegen bei Krass, ne Base. Krass, das war am Anfang. So. So. Das Ganze wird erstmal in Holz aufgewertet. Was war das gerade für ein Geräusch? Was war das gerade? Ja, die Tür ist noch hier offen, Mann. Konntest du da jetzt irgendwas draus machen? War er jetzt an der Tür, der Bodan? Ja, Bodan. Ich bin das super für klare Kommunikation. Ganz, ganz fantastisch. So, welches. War das jetzt das Penishaus oder war das das mit dem. Das Penishaus? Das war jetzt drin. Das war das nicht, gell? Das war gegenüber, oder? Das war es auch nicht. Welches Ding wollte man jetzt rein? Hier. Ach, die Tür ist. Die Stahltür ist sogar auf- und zumachbar. Ist ja super. Wir müssen praktisch nur ein Schloss dran setzen. Ja, klar. Beide sogar. Brauchen praktisch nur ein Schloss? Praktisch. An beiden. Ja, aber Codeschloss können wir noch nicht, oder? Warte mal, ich guck mal ganz kurz bei mir. Konnte ja ein Unlock with Code. Lernen. Der ist bestimmt 1, 2, 3. Und muss sagen, kann nur ein Lock. 15. Kann nur ein Lock. Ja, ein Lock kann man, glaube ich, standardmäßig. Wir haben zwei Türen hier abzusichern. Oder wir sichern die hier ab. Aber die ist halt. Ich wundere gerade die Picasses an den Wänden. Ist ja super. Ich meine, hier hätten wir auf jeden Fall Platz. Und wir haben einen Erker. Hier ist noch ein Schlafsack. Wem ist denn der? Schlagen weg. Meiner ist nicht. Ja. Nah dem Eis. Gut. Toll, kann doch keine Waffe oder sowas. Nur diese Eoka. Bist du so eine Scheiße. Warum klingt das so matschig? Liegt da noch einer drin? Ja. Mit Sicherheit. Ah ja. Jetzt nicht mehr. Nö. Hier ist auch eine große Truhe. Das ist echt ein Irrgarten hier, Mann. Echt der Hammer, gell? Ich weiß schon mittlerweile gar nicht mehr. Jetzt ist hier offen. Das ist nicht der Teil, den ich zugemacht habe. Der war vorher noch nicht hier. So, was Jack baut wollte. Schon wieder, Minias. Jack baut schon wieder. Ja, gar nicht, wo er ist. Also, was ein Penner. Jack baut schon wieder. Hier, guck, hier. Wo? Da. Ja, ich hab hier uns einen Eingang gebaut, Mann. Was willst du? Wo hast du einen Eingang gebaut? Naja, da müssen wir nicht... Ja? Ja, aber nochmal. Wir müssen nur so ein Eckhaus übernehmen. Ja, es wäre doch nicht schlecht, wenn... Genau. Wer ist denn hier draußen? Ich stehe gerade draußen rum. Ach. Oh, es ist hell. Jetzt erzähl du mir mal nichts hier von wegen Dings. Komm, wir treffen uns vom Haus, wir machen jetzt einen Ausflug. Scheiß auf die Hütte. Ah. Ich kann gerade nicht rüberhüpfen, weil mein Spiel meint, sein Steam-Overlay wieder aktivieren zu müssen. Eine Axt ist gleich kaputt. Nein, ich will aber nicht. Meine Axt ist mir heilig, bitte. Ich kann den Stein abgeben. Nee, ich baue mir schon eine andere. Baum ist halt schon eine Axt. Na, Stein kaputt. Da ist schon wieder was zerfallen, hast du gesehen? Ja. Oder wurde es aufgewertet? Es wurde aufgewertet. Wieso kann man eigentlich die Schilder hier nicht ummalen? Das weiß ich auch nicht. Entweder wurden die so gespeichert oder so. Das muss ja dann eine Option geben. Das war ja, du bei diesem einen Schild auch so. So, jetzt lass uns mal jetzt hier... Oh, ich sehe Steine. Tschüss, Jungs. Was? Wo bist du denn? Lass uns doch mal treffen. Hier. Ist gleich losgerannt. Bin hier zum Fluss, Fluss. Hier. Irgendjemand steht vor mir. Wo da an? Boah, ich guck hier voll in die Sonne. Wo ist denn Bob? Bob, kommst du zu uns? Ich komm. Boah, ich sehe überhaupt nichts in Richtung Sonne. Ja, eben. Okay. Ihr seht sie? Ihr seht sie nicht. Ich sehe sie. Da sind sie? Ich sehe sie. Ja, da sind sie. Oh, Leggy Leg. Vier Stück, geil. Nimm mal die Tonne. Aber nochmal, wir müssen doch nur ein Viertel von dem Haus einnehmen. Ja. Das schwer. Das machen wir auch, Vinas. Das machen wir so. Ich hab Apfel gegessen. Noch irgendwas? Hier sind ziemlich viele in diesem Gebiet. Sag mal, die Karte muss doch riesengroß sein. Es kann doch nicht sein, dass hier überall jemand wohnt.
Oder wir müssen umziehen. Schon wieder. Nein, umziehen aus dem Gebiet hier raus. Wieso? Hier ist doch anscheinend Party on in dem Gebiet. Also ich habe bis jetzt genau zwei Leute gesehen. Hm? Nee, einer Bob getötet, der andere. Genau. Was war mit dem anderen? Ne, der hat nur Hallo gesagt. Ja. Oh, ich sehe schon wieder. Ein Pferd, ne? Wie im Straflager hier Steine klopfen. Oh, diese Daisy-Krankheit, wie du immer neben dich schaust und hinter dich schaust und irgendwas machst. Ja. Krass. Ja, ne? Ja, also, Roland hat jetzt mehr Zeit für Daisy. Hä, was? Hier ein paar Assis, echt. Wer ist das? Wer bist du? Du bist weiß. Roland, immer noch. Du bist so weiß, Mann. Du bist eher grau. Das ist hier, Chlorwasser, sag ich doch. Ja. Chlorwasser? Das ist halt radioaktiv, das ist ein Wolf, oder? Gebiet. Ach nee, doch. Ist das irgendwas? Das ist ein Elch. Du mit deinem Elch, das ist ein Reh, Mann. Das weiß ich doch. Oh! Hä? Schönes Ding, ja. Ach, der Lichter, ja, jetzt auch stimmt. Schönes Ding, ja. Was, brauchst du noch einen Bogen, Bruder? Ja. Ich kann zurzeit nur verteidigen, weil ich keine Abbauwaffen habe. Ach so. Ich hab mir Stonehenge gemacht, soll ich bräuchte nur ein bisschen Wood. Soll ich dir eine machen? Holz kann also ich dir geben, warte. Ich kann uns auch Werkzeug, nein, na gut. Hier ist doch noch ein halber. Ahn? Okay, ich mach dir eine Stonehenge. Yes! Yes, wo? Jetzt auf die Stonehenge, die ist. Noch irgendwo ein Tier oder ein Stein? Baut ihr die Steine noch ab? Ja. Cool. So, jetzt habe ich auch noch Stone Hatchet, damit geht's schneller. Oh, man kriegt auch viel. Achso, ich war raus schon. Warte mal, Bob, lass mich mal drauf schlagen wegen der. Ich bin mir nicht sicher, ob es selektiver ist mit der oder ob es einfach nur schneller geht. Aber ich glaube, es geht einfach nur schneller. Mit was denn? Eine Stone Pickaxe. Da kriegst du auf jeden Fall viel mehr raus. Ja, insgesamt? Oder geht's einfach nur schneller? Ja, insgesamt. Okay, dann habe ich jetzt abgebaut. So, nochmal. Bauen wir die Hütte da aus oder jetzt gehen wir zu unserer Hütte zurück auf den Berg? Also jetzt haben wir ja Material. Ich bin für Hütte auf dem Berg. Ich auch, weil diese Hütte da hinten... Dann nehmen wir aber... Lass uns das Material mitnehmen da raus, oder? Lass uns zurücklaufen. Wir finden es eh nicht wieder, aber... Hast du Material da gelassen? In den Öfen? Hast du doch eingeschmolzen oder hast du rausgenommen? Herzlichen Dank für die Information, stimmt. Wieso hat Bob eine Hose an? Habe ich gefunden. Ja, ihr Lieben, wir werden wieder zurück zu unserer Hütte. Die seht ihr dann in der nächsten Folge, wo wir auch schon einen Schlafsack haben und da werden wir uns auch ein bisschen ausbauen. Jetzt haben wir endlich Material gefunden. Wir sind am Ende einer Folge von Hier sind noch zwei Steine und Jack, hol dir den Material aus der Hütte. Jack! Ja, okay, alles klar. Ja. Wenn es euch gefallen hat, diese Folge von Rust, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Meinung wie immer in die Kommentare. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Rust wieder, wenn wir hoffentlich in unserer eigentlichen Basis ein bisschen was machen können, ausbauen können, Gegner begrüßen oder Mutti zum Kaffee einladen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Wiederhören sehen. Tschüss. Oh, ich hab auch Bock auf Kaffee. Ja. Tschüss. Tschüss.